Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen leckeren Schafskäse oder Grillkäse aus Schafskäse zubereitet. Alles, was ihr hierfür benötigt, ist eine Packung Schafskäse oder Hirtenkäse, 3 Zehen Knoblauch und etwas Öl. Ich bevorzuge hier Traubenkernöl und etliche Kräuter. Als erstes nehmt ihr den Schafskäse und krümelt diesen klein. Das könnt ihr ganz einfach mit der Hand machen oder auch, wenn ihr es bevorzugt, mit der Reibe. Er muss nicht so klein sein, da er später noch zum Schmelzen kommt, wenn er auf dem Grill steht, aber einigermaßen klein. Als nächstes schält ihr und schneidet den Knoblauch in kleine Stückchen. Packt ihn wenn möglich nicht in die Knoblauchpresse, denn wenn man den Knoblauch presst, wird er nur unnötig bitter. Wenn ihr alles schön klein geschnitten habt, gebt ihr den geschnittenen Knoblauch dem Schafskäse hinzu. Nun noch 2 Esslöffel Öl hinzugeben sowie etliche Kräuter. Ich bevorzuge hierfür immer eine Kräutermischung aus 8 verschiedenen Kräutern sowie Petersilie und Schnittlauch. Natürlich ist es besser, wenn ihr die Kräuter frisch hinzufügt, also frische Gartenkräuter, aber wenn ihr diese nicht habt, könnt ihr die natürlich auch tiefgefroren verwenden. Mit den Kräutern müsst ihr nicht sparen, ihr könnt ruhig jede Menge hinzufügen. Auf Belieben könnt ihr auch gerne noch eine Zwiebel oder eine halbe Zwiebel kleingeschnitten dem Schafskäse beifügen. So, und nun das Ganze noch gut verrühren miteinander. Und dann geht's ab auf den Grill. Wenn dieser dann schön weich ist, könnt ihr ihn vom Grill nehmen und ihn genießen. Lasst ihn euch schmecken und lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Bis bald!